Wie kann ich denn die Erschöpfung überwinden? Hallo und herzlich willkommen zum Video von heute. Ich bin Coach Thorsten, ich helfe viel beschäftigten, gesundheitsbewussten Menschen dabei, raus aus der Müdigkeit und Erschöpfung zu kommen und wieder rein in einen Tag voller Energie, in dem du für deine Arbeit, für deine Familie voll da sein kannst und wirklich von deinem Leben auch mehr Leben hast. Und das Thema Erschöpfung betrifft leider heute relativ viele Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und teilweise auch im Mentoring sehr intensiv mit mir zusammenarbeiten. Und ich möchte dir einfach mal so die grundlegenden Tipps geben, was die Ursachen sind und was du dagegen tun kannst. Ursachen von Erschöpfung ist häufig so das Thema Stress, Cortisol. Stress haben heute leider ganz, ganz viele Menschen und Cortisol als eins der wichtigsten Stresshormone kennst du vielleicht. Und dieses Stresshormon wird natürlich in den Organen, in der Nebennierenrinde gebildet. Und wenn das zu viel gebildet wird, auf Dauer, vielleicht dann noch gepusht durch Aufputschmittel wie viel Kaffee, viel Energy Drinks, Cola oder ähnliches, was es so alles gibt, um hier das Ganze anzuregen, was gezielt eingesetzt durchaus sinnvoll sein kann, auf Dauer in Kombination mit dem Stress von draußen, kann das natürlich die Organe hier absolut überlasten. Das ist wie wenn du ein Auto im ersten Gang mit Vollgas fahren möchtest und 120 auf der Autobahn fahren möchtest, die ganze Zeit im ersten Gang, wird auch das Auto relativ schnell überlastet. Und so ist es auch mit deinen Organen. Deswegen achte immer auf Stress, auf den Dauerstress. Und was damit verbunden ist, ist auch der zweite Grund, nämlich häufig Mikronährstoffmängel. Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente braucht dein Körper für ganz viele verschiedene Vorgänge und Prozesse. Und da darfst du natürlich gerne darauf achten, dass du da gut versorgt bist. Das heißt, dass deine Ernährung, dass die Basis erstmal passt, viel Gemüse, hochwertige Eiweißquellen als Basis, ausreichend Wasser in guter Qualität, sind schon mal so die Mindestbasics. Die sollten auf jeden Fall passen. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, achte darauf, dass du das langfristig, mittelfristig umstellst. Und wenn du es kurzfristig umstellen möchtest, lass uns da gerne sprechen. Da helfe ich dir natürlich gerne dabei, dass du das auch von heute auf morgen schnell in den Griff bekommst und deine Erschöpfung dann damit eher los wirst. Und das nächste, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist das Thema Schlaf. Wir schlafen heute noch rund eine Stunde weniger als noch vor 100 Jahren. Und das Thema Schlaf, Schlafqualität betrifft auch viele Menschen. Abends vielleicht noch Netflixen mehrere Stunden und dann wird die Schlafqualität beeinträchtigt, wenn dann die Dauer noch zu kurz ist und das auch über längeren Zeitraum. Und dann führt es natürlich dann auch wieder zur Überlastung des Systems, zu Erschöpfungszuständen. Und da hast du natürlich dann einen guten Ansatz, auf jeden Fall an deiner Schlafhygiene, an deinem Schlaf zu arbeiten, dass du da rauskommst und endlich wieder mehr Energie in deinen Alltag reinbekommst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ist alles cool, lass uns einfach mal sprechen, dass wir mal schauen, wo stehst du aktuell und wie kommst du da raus, wie du deine Erschöpfung überwinden kannst. Und dann begleite ich dich dabei über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten. Du kannst dir auch auf jeden Fall meine 5-teilige Videoserie hier runterladen, in der du auch schon mal tiefergehende Informationen lesen kannst, sehen kannst, hören kannst, die nochmal viel weiter in die Tiefe gehen als dieses Video und verschiedene Bereiche abdecken. Freue mich, wenn du dich anmeldest und wir bleiben in Kontakt. Lass auf jeden Fall noch einen Daumen da. Wenn du Fragen hast, auch gerne in die Kommentare. Bis bald mit voller Energie.